Was ich damit vorhabe, das zeige ich dir jetzt. Und ganz am Schluss des Videos findet die Verlosung statt, wohin die Reise für den kleinen Junge hingehen soll. Viel Spaß! Die Vorbereitungen sind nun abgeschlossen. Die sind jetzt alle zurecht gemacht. Das ist auch was, wo du mit Kindern machen kannst, sozusagen Weihnachtsplätzchen ausstechen kannst. Und bei dieser Variation wirst du feststellen, dass es sich hier eben um Fasern handelt und nicht wie beim Ton, dass es sandig ist. Das ist eine gute Übung, um die Pulp wirklich kennenzulernen mit all seinen Tücken. Okay, die sind jetzt fertig und die werde ich jetzt bemalen. Ich habe all diese Kreise, habe ich ja einmal besprüht mit Sprühlack oder du kannst es mit Holzlack
lackieren. Brauchst du aber nicht zwingend. Du kannst auch direkt kannst du sie anmalen. Ich habe es einfach gemacht aus Gewohnheit und eben, da ich noch ein bisschen mit der Farbe besser spielen kann. Aber du kannst, wenn du es mit den Kindern machst, kannst du direkt loslegen, dann brauchst du die nicht zu lackieren. Wenn du die aber nach draußen hängen möchtest, das ist möglich, dann musst du es auf jeden Fall lackieren. Ich würde es vor dem Bemalen lackieren und nach dem Bemalen würde ich es auch nochmals lackieren. Und dann kannst du das nach draußen hängen. Aber jetzt starten wir. Ich habe für mich den Test gemacht. Ich finde beide schön, aber ich möchte die an einen Ast hängen und da sieht das schöner aus. Ich werde aber auch noch solche machen mit Gelb, dass es nicht immer bei mir schwarz und weiß ist. Ja, ich liebe halt schwarz und weiß. Und Naturfarben daher. Aber du kannst es super bunt machen. Okay, dann werde ich einiges zu tun haben. Und wir sehen uns, wenn ich fertig bin. Hier habe ich einen alten Ast aus dem Wald und habe den hier einfach mit Schrauben befestigt. Und jetzt hast du die Möglichkeit, dass du das wirklich so als Bund einfach so rumwickelst. Und so lässt. Das wäre eine Möglichkeit. Fände ich jetzt schöner, wenn es bunt ist, wenn man so einen Strang macht, und das sollte noch ein bisschen mehr sein. Ich werde die jetzt aber einzeln aufhängen und schauen, ob mir das gefällt.
Ich werde das Bild jetzt mal dahin hängen, wo es hingehört, und schaue mir das nochmals genau an, wie ich die anbringen werde, und dann zeige ich dir das Ergebnis. Es hängt, es gefällt mir recht gut, aber ich kann mir vorstellen, im Sommer wäre was Buntes wirklich sehr schön. Wenn ich Zeit habe, mache ich noch mal was und zeige euch das, wie es ausschaut. So ist es natürlich einfach zeitlos, hier passt es rein und man kann es das ganze Jahr hängen lassen. Aber was Buntes, das wäre schon was. Ich habe hier oben beim Ast, der ist ja schräg, damit mir das nicht runterrutscht, habe ich hier oben einfach ganz kleine Nägel reingemacht, damit das hält. Und jetzt werden wir sehen, wohin die Reise für den kleinen Jungen geht. Aber dafür muss ich mich noch ein bisschen hübsch machen. Bis gleich. Frisch umgezogen für die Verlosung des kleinen Jungen. Ich möchte mich ganz herzlich für die unglaublich schönen Kommentare bedanken. Es waren viele Kommentare dabei, die mich wirklich auch sehr berührt haben. Und ich möchte mich bedanken, dass ihr so persönlich geworden seid in den Kommentaren. Also herzlichen Dank. Ich habe ja gesagt, ich werde aus dem Bauchgefühl entscheiden. Das geht absolut nicht. Es sind wirklich mehrere tolle Kommentare und ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Aber alle, die mein Herz berührt haben, die sind hier drin. Und ich werde jetzt einen Namen ziehen und der bekommt diesen kleinen Jungen. Also Daumen halten. Ich wünsche dir viel Glück. Und ich werde jetzt aus diesem jemand rausziehen und ich bin selber sehr gespannt, wo es hingeht. So, okay. Es ist die Sabine Köbe von Busch. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich gratuliere dir von Herzen. Dieser kleine Bub, der kommt zu dir. Bitte kontaktiere mich unter der E-Mail-Adresse, die ich hier unten einblende. Und dann nehme ich mit dir Kontakt auf und dann geht er auf die Reise zu dir. Wir alle würden uns natürlich sehr über ein Bild freuen, wo der Junge dann stehen wird bei dir. Und dann kann ich das hier kurz zeigen, wo jetzt der Kleine steht. In diesem Sinne, ich danke euch nochmals ganz herzlich für die tollen Kommentare. Und bei 10.000 Abonnenten gibt es die nächste Verlosung. Also bitte abonnieren, schreibt einen Kommentar runter, das ist der Lohn für meine Arbeit hier. In diesem Sinne, alles Liebe, bleibt kreativ, tschüss zusammen.